Es wäre schön, hätten wir gewonnen, haben Sie recht, ja, haben wir aber nicht. Also es ist auch unerheblich, ob wir gegen Freiburg spielen oder gegen Bayern München oder Leverkusen oder Wolfsburg. Das ist völlig unerheblich. Wir wollen und werden immer zu Hause auf Sieg spielen. Und in vielen Fällen ist es so, dass wir das schaffen werden. Und in anderen Fällen ist es so, dass der Gegner auch gut dagegen halten kann, wie heute die Freiburger es getan haben. Und wir uns nicht entscheidend durchsetzen werden. Aber trotzdem haben wir auch in der nächsten Partie auswärts die Möglichkeit, 3 Punkte zu holen. Und daran werden wir ab morgen arbeiten. Ja, trotz aller Niedergeschlagenheit, die sicherlich auch bei Ihnen drin steckt, genauso wie bei der Mannschaft, bei den Fans. Aber wir werden es weiter probieren und werden darum kämpfen, unser Ziel am Saisonende zu erreichen. Also zunächst mal ist es ja nicht so, dass der Pierre Lasogga sich den Ball hinten alleine holt, nach vorne rennt und das Tor macht, sondern er muss ja irgendwo auch den Ball herbekommen. Und wenn ich mich recht erinnere, war der Schuss vor dem 1:1 von Raphael. Und ich glaube, dass auch unglaublich viele Aktionen vom Jack gekommen sind oder über Dennis Diekmeyer, über die rechte Seite, auch über die linke Seite vom Heiko. Also wir hatten schon viele Aktionen nach vorne, die nicht ausschließlich über Pierre liefen. Dass der Pierre ein erstklassiger zentraler Stürmer ist, das wissen wir, glaube ich, alle. Nicht erst seit dieser Saison. Und dass wir ihn bedienen müssen, wissen wir auch. Und weil wir das tun und weil er halt immer da am rechten Ort steht, hat er auch so viele Torschüsse gehabt wie heute.